heute schauen wir uns ein Monster an, was sehr beliebt ist, aber auch irgendwie zu meiner absoluten Hasskappe gehört. Und zwar schauen wir uns heute ein Monster an namens Abellio. Ja, heute schauen wir uns Abellio an. Da es sich in den Kommentaren gewünscht wurde, schauen wir uns heute Abellio an. Wie ruht man den? Wo benutzen wir den? Tja, erst einmal am besten packen wir den einfach ins Lager, weil das shit. Nein, Spaß. Also Abellio ist ein cooles Monster, aber ich mag ihn persönlich nicht so. Wo sehen wir den am häufigsten? Vermutlich sehen wir ihn am häufigsten in der Weltarena, sowie aber auch in der Arena Defense. Ich glaube, da sehen wir den in jeder zweiten Def stehen derzeit. Geil. Ja, aber okay, wir schauen uns Abellio an. Abellio ist ein reiner Supporter, er kann aber auch guten Schaden machen. Ja, wir haben auf dem ersten den Stun, dann haben wir viele Sachen. Auf dem dritten, ich glaube, wir gehen auf das Wesentliche ein, und zwar der dritte. Er heilt halt und macht die Angriffsleistung 15%, erhöht er sie. Und er hat halt in der Beastform, das wurde ja mal geändert, er heilt ja jetzt auch und so ein Kram, ne, auch wieder dasselbe Spielchen. Und kann halt Schaden auf dem zweiten machen, zusätzliche Verteidigung. Also umso mehr Verteidigung, desto mehr Boom macht er. So, das machen wir kurz und knapp. Ja, ist ein tolles Monster, richtig toll. Also, wir haben ja zwei Runenmöglichkeiten. Ich glaube, die populärste wird sein Gewalt Nemesis, Gewaltwille. Okay, Gewaltwille, Gewaltwächter, gut, um den Schaden nochmal auszuholen. Dann Gewalt Nemesis, Gewalt Energie, Gewalt Broken vermutlich, Gewalt Rache und weitere. Weitere ist sehr interessant. Keine Ahnung, was man da noch so geben könnte. Aber ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihn viele auf Crit-Schaden ruhen werden. Nein, gar nicht so viele tatsächlich. Krass. Auf Speed, okay. Das ist so das Gängigste. Und Death, auch interessant. Würde ich tatsächlich nicht sagen. Es kommt darauf an, wo man ihn benutzt. BK und so kann man ihn by the way auch gut nutzen. Ne? Also das jetzt nicht. Vor allem in der Offense. Manche haben ihn auch in der Dev stehen. Also da, der hat da auch so sein Gebiet. So. Meiner ist jetzt auf... Ich werde ihn auch so lassen. Er ist jetzt auf Frost. Das liegt ein bisschen daran, dass ich die 100 Rest hier bei ihm noch anpeilen wollte. Nicht resettet wird. Sowas halt, ne? Ansonsten, er ist auf HP bei mir. Wie gesagt, da habe ich 100 Rest angepeilt. Muss nicht sein. Man kann, wie gesagt, auch gut Wille oder Nemesis oder sowas nehmen, was wir jetzt gesehen haben. Das ist auch an sich kein Problem. Ich werde ihn auch so lassen heute für die Vorzeigezwecke. Vielleicht baue ich ihn einmal auf Crit-Schaden, um noch den Crit-Schaden-Bild zu zeigen. Da ist es aber mehr so wirklich Richtung Weltarena und nicht unbedingt Defense. Wenn du ihn sehr stark in die Defense packst, also wenn du ihn hauptsächlich in die Defense packen möchtest, aber eher auf Crit-Schaden ist, kann es sein, dass er sehr leicht luschenbar ist, gegebenenfalls, oder cleavbar ist. Das zeige ich euch auch gleich noch. Ne, da haben die Leute mit einem sehr tankigen Abellio mehr zu tun. Ne? Der ist zum Beispiel gar nicht da in der Arena-Dev, um Schaden zu machen oder so. Er soll nur nerven, er soll aushalten, er soll cutten gegebenenfalls. Ne, das ist eigentlich alles, was er machen soll. Gehen wir einmal auf die Artefakte ein. Da kommt es auch wieder drauf an, wo man ihn nutzen möchte. In der Weltarena kann man ihn zum Beispiel auch auf den Typ-Artefakt gut auf Schaden geben, wenn er ein bisschen mehr Schaden machen soll. Man kann jetzt auch Erholung geben, wie ich es jetzt gemacht habe. Zusätzlicher Schaden ist jetzt hier komplett Blödsinn, ne? Darauf müssen wir nicht eingehen hier. Alles, was so ein bisschen Schaden im Single Nuke erhöht, also sprich auch Einzelkrit-Schaden könnte helfen, Krit-Schaden auf 2 könnte helfen. Oder eher halt Erholung, wenn ihr ihn eher auf Support haben möchtet, ne? Na, das ist der Vorteil an einem Druiden, den kannst du so und so bauen, wie es dir lieb ist, ne? Man muss nur bedenken, dass er halt auf Death skaliert, sprich also, wenn ihr auch mit ihm Schaden machen wollt, müsst ihr auch ein bisschen Death haben, nicht so wie meiner jetzt. Meiner zum Beispiel hat so gar keine Death, weil er halt, naja, nur dastehen soll und überleben soll. Und dann haben wir noch das Attribut-Artefakt. Na gut, das ist am offensichtlichsten, dass wir da wahrscheinlich den Reduce haben wollen, damit der auch noch gut aushält. Vor allem in der Arena hast du halt eher so Wind-Wasser, gegebenenfalls wegen Poseidon. Wind halt wegen dem ganzen Luschen-Kram. Licht geht auch durch Leer halt, ne? Crit-Schaden, erhaltener Crit-Schaden kannst du auch noch mit reinhauen, dass er ein bisschen weniger Schaden kriegt, sowas halt, ne? Ist, denke ich, sehr plausibel und auch sehr einfach zu erklären, das Ganze, weil Abellio halt, naja, in der Arena halt tatsächlich nur dastehen soll, ne? Das schauen wir uns jetzt an. Wie gesagt, ich werde jetzt meinen so lassen. Wir gehen jetzt auch als allererstes in die Arena.
Und wir bleiben einfach mal bei meiner Defense hier erst einmal stehen. Wir haben jetzt den Abellio gerade gesehen, der jetzt hier in der Defense steht. Gut, da steht noch eine Molly etc. drin. Und ich kann euch aber sagen, dass ich den wahrscheinlich nicht geluscht kriege. Also ob es mit Doppel-Luschen ist oder mit einem schnellen Luschen, also Fat-Luschen ist, das ist relativ egal. Ich werde den nicht gewone-shotted kriegen. Dadurch, dass er alleine, jetzt gut, da steht jetzt eine Molly mit drin, sprich der Glancing Star etc. Aber da sieht man schon, er cuttet jetzt. Und das ist das, was er in einer Arena-Defense machen soll. Dieses Cutten, ne? Das ist halt dieses Prinzip dahinter. Ich denke, wenn ich jetzt mit einem Fatluschen reingehe, ich glaube, das können wir uns auch sparen, ne? Aber ich schätze, dieses Monster kennt halt auch jeder in der Arena-Defense, hoffe ich mal, ne? Ne, aber wir sehen, das wird nicht funktionieren. Da steht zu viel, was dagegen hantiert und das wird nicht klappen. Wir haben jetzt noch ein anderes Team und zwar das Chongpong-Team, was eventuell klappen kann. Das ist der Grund, weswegen ich jetzt gesagt habe, ich möchte gerne mein Abellio ein bisschen restlastiger bauen. Weil wenn er jetzt hart resistet, wird er halt nicht resettet. Ich hoffe, wir sehen das jetzt. Ja, da haben wir es gesehen. Er ist nicht resettet worden. Sprich also, der Schaden war jetzt auch nicht so geil, aber okay. Und jetzt ist es schon wieder over. Ja, also, oder beziehungsweise nicht unbedingt over, aber es ist auf jeden Fall, es zieht sich jetzt wieder in die Länge durch das ganze Spektakel. Jetzt gehen wir mal auf ein anderes Team, Offensivteam ein, und zwar mit Christina tatsächlich, dadurch, dass sie halt das Oblivion machen kann, ne? Durchs Oblivion ist es jetzt halt so, dass er dadurch die Passive nicht ploppt. Ich versuche hier nochmal einen Deathbreak, sehr schön. So, das Ding ist aber, treffen wir das Oblivion? Nein. Und das ist der Grund, weswegen ich mein Abellio für die Arena Defense auf 100 Rest gebaut habe. Ne? Gut, ich habe jetzt kein Poseidon oder Lea, um zeigen zu können, ob das da auch mit funktioniert. Aber ich kann euch wieder ein Team zeigen, womit es hundertprozentig nicht oder schwieriger funktioniert. Da kommt wieder jetzt drauf an, wie hart die Rest kickt. Und zwar ist das wieder das gute alte Zyros-Team. Hier haben wir wieder dasselbe Prinzip. Hier ist es wieder ein bisschen schwieriger. Hier müssen wir erst einmal gut den Reset von Zyros treffen, auf Abellio im besten Falle, wenn er trifft. Hat er getroffen. Und jetzt ist es halt das Gute, jetzt kam die Manon dazwischen, das ist halt nochmal ein bisschen ungünstiger. Aber das ist hundertprozentig cleavbar, das weiß ich. Es ist cleavbar, aber anscheinend nicht so... Ah, warte mal, ich habe meinen Abellio wieder umgeruht. Aha. Ja, ich hatte ihn vorher kurzzeitig auf Crit-Rate, bis ich gemerkt habe, das hat überhaupt nichts gebracht. Oder nur sehr wenig gebracht. Ich versuche ihn jetzt auch mal wegzunocken. Der ist zu tanky. Zumindest für den Kaki gerade. Okay, jetzt können wir den Kappa killen, denke ich. Nein, doch noch nicht. Oh. Ja, sehr schön. Perfekt. Ja, okay. Ist ein bisschen schwieriger zu cleaven als gedacht, merke ich gerade. Okay. Gut, dass ich ihn wieder tankiger gebaut habe. Das ist echt anstrengender so. Aber wie gesagt, ich kann halt nicht sagen, wie es mit Lea oder so läuft, da ich das Monster halt leider nicht besitze. Gut, dann können wir noch was anderes ausprobieren und zwar Bomben. Ja, es hat jetzt nicht jeder eine Gianna, aber das kann man auch durch Malakka oder so austauschen, ne? Bei Bomben, jetzt ist es wieder das Ding, gut, das muss treffen. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte ihn lieber auf 100 Rest haben, als auf Willow oder sonst was. Aber da treffen die Bomben, wie man sieht, gerade schon ein bisschen besser. Die Bomben reichen aber nicht. Oh, wow. Das verblüfft mich gerade selber ein bisschen, muss ich sagen. Okay, das ist ja schon mal nice to know, dass das gar nicht so funktioniert. Okay, cool. Ja, das ist aber kein RIP. Also das könnte wieder... funktionieren, aber es dauert wahrscheinlich wieder Ewigkeiten. Was jetzt nicht einer Cleave gleich ist, ne? Das ist halt das Ding. Da die Season gerade nicht läuft, möchte ich aber ganz gerne einmal ganz kurz so 3-2 Kämpfchen mit Abellio in der Weltarena von Leuten anschauen. So, und das schauen wir uns jetzt einmal an. Oh, weil er halt auch in der Weltarena sehr gut ist, ne? In der Weltarena ist es halt nur, wie gesagt, so, dass er da meistens halt eher auf Crit-Schaden gebaut wird, nicht Full Tanky gebaut ist, ne? Und das ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Und er scheint, auf jeden Fall ist er sehr langsam. Könnte auch sein, dass er sehr, sehr tanky ist und nicht auf Crit-Schaden. Aber das sehen wir gleich, falls er irgendwann mal in 3 Jahren drankommt. Ne, dann können wir uns das ganze Spektakel auch mal anschauen. Ist jetzt, er ist ein guter Counter gegen Cleave-Arten in der Weltarena unter anderem. Ne? Dadurch, dass er cutten kann und sowas, ist halt wieder ein bisschen anfälliger bezüglich des Resets, beispielsweise Chongpong oder Oliver. Das ist halt wieder das Problem. Aber da, ja, da sehen wir, der ist safe auf Crit-Schaden. Um halt zusätzlich nochmal ein bisschen Schaden machen zu können. Ne? Und dann noch dieses Cut-Potenzial etc. Ne? Dadurch, dass er sich ja die Buffs cleansed auf dem dritten. Habe ich gar nicht gesagt, merke ich gerade, aber naja. Und ja, das sollte, also ich muss mal ein bisschen lenken, das ist sehr, sehr langweiliger Kampf, merke ich gerade. Den spannendsten Kampf meines Lebens. Da haben wir das gesehen, guck mal, der hat gecuttet, weil die Gianna runtergeprockt ist, geploppt ist. Und das ist halt das Coole daran, ne? Aber naja, ist halt auch mit Cooldown versehen. Sprich, also ist wieder,
das dann, aber ist okay. Ich hätte gerne nochmal jetzt einmal den Schaden in der Bärform, falls er nochmal drankommen sollte. Das wäre fantastisch. Wann kommst du dran? Komm dran jetzt. Komm, jetzt kommt er gleich dran. So, passt auf. So, jetzt macht er den... Außer er bleibt in der Form, das kann auch sein. Dadurch, dass er passiv hielt in der Form. Nein, da haben wir es gesehen. Ne, das ist schon nicht schlecht. Also Abilio an sich ist echt kein schlechtes Monster. Nur weil ich ihn nicht mag, heißt es nicht, dass er schlecht ist. Hier haben wir zum Beispiel dieses Beispiel, was ich meinte. Der Gegner spielt so ein bisschen Cleave-artiger und dann hat er zum Schluss noch einen Abilio reingepickt. Ich hoffe, wir sehen das jetzt auch, wie ich es denke. Gut, da steht ein Chompong, dass er ein bisschen uncooler ist. Ja, das ist okay. Er darf nämlich resettet werden, aber wird er. Ja, einmal. Also es hat zwei, also einmal war da Ablenkzeit erhöht. Sprich, also ja, das ist ja wieder ein bisschen schwieriger, ne? Aber man benutzt ihn halt sehr gerne gegen Cleave-Arten. Wenn jetzt Hard Control mit drin ist, wie jetzt Chongpong. Na gut, so Hard Control jetzt auch nicht mit Maw und Chongpong so ein bisschen. Aber geht. Ja, passt eigentlich. Aber ich kann mir sogar, warte mal, der wird doch safe noch gewinnen durch Manon. Deathbreak drauf. Oh, nein, Heal ist da. Sehr schön. Ja, das haben wir, ja, da hat man es sehr gut gesehen. Genau gegen sowas ist halt Nabellio sehr gut, ne? Das ist halt das, was ich meinte. Vielleicht Chongpong ein bisschen schwieriger oder Oliver ist ein bisschen schwieriger, dadurch, dass man den halt schon in der Control halten kann, wenn man möchte. Da ist es halt ein bisschen schwieriger. Aber das ist das, was ich euch damit sagen wollte. Ne? Dafür ist ein Abellio zum Beispiel auch sehr gut. Hier ist wieder der Vorteil bei ihm. Wenn er Rack lässt und sie nicht zu hart eskaliert, wird er dazwischen ploppen. Ich nehme jetzt extra mal Beißen mit rein, weil er auch relativ tanky ist und wir es da eventuell gut sehen könnten. Gegebenenfalls Manon noch für die Dev. Ja, warum nicht? Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Schaden für Abellio. So, jetzt sehen wir das Ganze mal. So, nichts getroffen. Man kennt das Spielchen. Sehr schön. Oh, warte mal. Ne, der Molong wird nicht auf den gehen. Genau. Sehen wir das jetzt? Jetzt müsst ihr, genau. Und jetzt cuttet der Abellio dazwischen. Das ist das, was ich meinte. Und kann den Beißen wieder hochheilen, ne? Das ist halt der Vorteil an der Sache. Und gerade gegen sowas auch sehr belastend und anstrengend. Ne? Also, wenn man gegen Molongs oder so kämpft, auch sehr anstrengend. In der Weltarena kann man es halt so ein bisschen Uptime, sage ich mal, aber overall gesehen, countert der zum Beispiel auch sowas aus. Das ist das, was ich damit meine. Also, er hat schon sehr gutes Potenzial. Ist auch ein sehr gutes Monster. Ne? Nachteil ist halt wieder das Resetten bei ihm, aber das ist sehr wie mit Parterre. Deswegen, ja. Aber wie man sieht, ich kriege auch kaum Schaden von der Savanna. Das ist auch eigentlich sehr, ja, das ist easy going, Mann. Naja, aber gegen sowas ist so gut. Das ist fein. Das ist cool. Ne? Also an sich ist cool, aber ich mag das Monster nicht, weil es mir zu langweilig ist. Bin ich ganz ehrlich. Mir ist das Monster einfach zu langweilig. Ist ein gutes Monster, aber durch den Windrobo und so ein Kram jetzt in der RTA bei mir sehr wenig gepickt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei Windrobo geht immer. Wobei, wenn du nicht mehr aus der Control rauskommst, ist auch wieder doof. Na gut, was jetzt mal irgendwann mal im Balance-Patch geändert wurde, war halt noch der Passiv-Heal in der Bärform. Und ja, gut. Das müsste eigentlich auch relativ gut funktionieren. Wie gesagt, alles, was so ein bisschen newcraftiger ist, wo. Ja, der Stun ist ja nicht mal schlimm, weil ich sowieso aus dem Stun rauskomme. Kriegen wir den Stun. Nice. Kriegen wir hier ein bisschen Damage. Ich würde das schon gerne sehen. Ja, gut, ich bin jetzt sehr tanky hier reingegangen, ne? Das muss man halt auch sagen. Ich glaube, hier kommt die Def gar nicht durch. Muss man halt auch irgendwie sagen. Okay, schade, diesmal keins. Ja. Das ist der Nachteil. Jetzt haben wir den perfekten Nachteil gesehen. Wenn der prockt, der Gegner, ist der Cut von Abellio irrelevant. Ja, das ist jetzt gerade ein verdammt gutes Beispiel gewesen. Gut, dass wir das auch nochmal gesehen haben. Um auch mal Nachteile mit reinzubringen, ne? Ist, finde ich persönlich auch so ein Ding, gerade was Weltarena betrifft. Wie gesagt, in der Arena Defense nicht so stark vertreten, weil da meistens gekleeft wird und meistens wird AOE gekleeft. Und das ist halt so ein bisschen der Vorteil für ihn in der Arena-Dev oder halt in der Weltarena auch. Aber da kann das hier, was wir jetzt gerade gesehen haben, tatsächlich halt auch passieren. Ne, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich meine, ja, das werden die gewinnen, die Dev. Da bin ich mir sehr sicher. Wir killen jetzt ihn so raus. Ich meine jetzt nicht den zweiten, meine ich. Ne, also trotz Dev-Buff, Dev-Break, kriege ich kaum Schaden von der Savanne. Das ist der Vorteil, weswegen ich meinen zum Beispiel eher auf Dings gebaut habe, eher auf HP gebaut habe. Dadurch dauert es meistens ein bisschen länger. Jetzt killen wir einfach alles raus. Also ist es ein Win. Also außer die Savanne eskaliert Hardcore. Das kann natürlich auch passieren. Würde ich jetzt noch nicht nein sagen. Außer meine Mana macht einfach gar nichts mehr. Kann auch passieren. So, jetzt haben wir Deathbuff wieder. Zack, jetzt müsste ich nur einmal countern. Oh, knappes Ding. Deathbreak ist weg. Kannst jetzt... Oh, okay, reicht. Okay. Gegen sowas könnte es auch funktionieren. Also ich finde Abellio in der Offense noch ein bisschen brauchbarer als in der BK-Defense. Es gibt auch Leute, die ihn in der BK-Defense stehen haben. So ist es nicht. Ist jetzt nicht das Populärste. Jetzt cutte ich. Sehr schön, aber auch nur, weil sie nicht geprockt hat.
ja, ist halt, ist vertreten, ist aber nicht so stark vertreten. Ja, das ist halt das, was ich damit nur sagen möchte. Das Gute ist, dass er daraus kommen würde, wenn ich in der Human-Form wäre, was jetzt nicht hier der Fall ist, muss ich sagen. Aber ist egal, so, das ist fein. Okay, er kommt nicht so raus wie ein Parterre, ne? Bei Parterre ist es halt so, dass er jetzt rauskommen würde. Beim Parterre wäre es halt, ich würde nicht sagen cooler, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja, ich müsste halt mal in die Human-Form zurückkommen. Das wäre mal was mit meinem Abellio. Brocken ist auch nicht so seine Stärke. Muss ich halt auch irgendwie sagen. Ich habe auch, glaube ich, hier, glaube ich, gerade ein bisschen mehr Luck. Muss ich auch sagen, weil er ist jetzt dead. Sie prockt, die macht guten Schaden. Ist halt auch doof, mit drei Wassermonster reinzugehen. Aber für Vorzeigezwecke passt es, glaube ich, ganz gut. Und kill it. Okay. Aber so gegen sowas ist es halt ganz gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das, was ich hier benutze, ein gutes Team ist. Also Overall-Team ist für BK. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich finde aber die Kombination mit Manon nicht ganz so schlecht. Und gegebenenfalls, was auch noch gut ist, ist mit Molong durch den Heal oder gegen Molong zum Beispiel auch. Ne? Find's krass, wie lustig, wie die Laura hier komplett eskaliert. Geile Sache, Alter. Mein Miles kommt einfach nicht mehr dran und mein Manon ist jetzt dead. Alter, wie viel AOEs hat die denn? Okay, ich lebe noch, aber ich procken kann ich auch nicht. Stun. Ah. Oh. Nochmal Proc. Ah, wir haben noch Chancen. Wir haben noch Chancen. Oh, jetzt. Oh, warte, jetzt over. Der Multi. So, das war's, denke ich, zum Parterre. Ich glaube, ich habe es gut zusammengefasst. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch groß zu ihm sagen könnte. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren gerne irgendwie verbessern, falls ich was vergessen habe. Würde mich halt auch mal interessieren. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Aber für mich, ich glaube, ich bin durch. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt. Ja. Ansonsten, wenn ihr noch Monster habt, die ich gerne mal vorstellen sollte, ruhen sollte, wie auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe weitestgehend alle Normal-Attributing Net5s, bis so auf ein paar Ausnahmen. Die werde ich dann euch dann aber sagen, wenn ihr den haben wollt. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.